Willkommen zu dem Video. Heute spielen wir Britannic Patrols auf dem Mediterranean, oder wie das ausgesprochen wird. Und ja, es wurde schon von den gleichen Machern wie den Leuten, die Titanic on a Glory machen, von gepublished. Zu Titanic on a Glory habe ich auch was zu sagen. Und zwar wird das möglicherweise nie rauskommen. Leider gab es da einen kleinen Streit beim Entwicklerteam, die sind ja nur zu viert. Und der eine, die haben herausgefunden, dass der eine die Spenden für sich selbst benutzt hat, für seine eigenen finanziellen Probleme, obwohl die Spenden eigentlich für das Spiel sein müssen. Das hat die halt aufgeregt und dann ist er aus der Gruppe geflogen. Einer weniger, der andere hatte darauf dann auch keinen Bock mehr und ist auch aus der Gruppe rausgegangen, also rausgegangen, nicht gekickt. Das sind die Typen halt nur noch zu zweit und die planen das ganze Projekt einfach hinzuschmeißen. Im Laufe des Jahres wird das Spiel rauskommen, aber kein Sinking Mode. Das bedeutet, man kann halt nur eine Tour Mode machen. Langweilig, nicht langweilig. Ich weiß nicht, ob ich mir das Spiel kaufen möchte, wenn man da nur durch das Schiff laufen kann, aber werde ich ja wohl machen müssen, ne? Jetzt spielen wir Britannic Patrols of the Mediterranean. Sinking Boat, starting at midpoint. 21. November, 1916. 8:47 Uhr. An Bord der Arme von der Island of Griechenland. Ah, da sind wir leckt ein bisschen. Ein paar Rettungsboote sind auch schon unten tatsächlich. Da dringt das Wasser ein. Das ist der Midpoint. Mittlerer Punkt. Er wird fast untergegangen. Ja, sieht doch nicht aus wie eine Tür. Das sieht aus wie Jungs, weiß ich, aber nicht wie eine Tür. Wenn es überhaupt eine Tür sein soll. Kann auch Schränke sein, einfach. Alle Schränke. Genießt die Aussicht der Britannic. Schwesternschiff der Titanic. Ich sollte mich auf den Rettungsboot bringen. Shit. Entschuldigung, Leute. Ich warte einfach, bis das Rettungsboot hier darauf gelassen wird. Ich verpasse das Rettungsboot hoffentlich nicht. Warte auf mich, Rettungsboot. Ich muss ganz kurz mal was Wichtiges nachgucken. Hier kann man ja auch runtergehen. Es gibt keinen vollen inneren Modus. Als würde das Schiff vom Innen sehen. Man kann es von innen sehen, indem man den Erkundungsmodus anschaltet. Den gibt es ja auch, aber das ist langweilig, weil wir wollen ein Schiff sehen, während es sinkt von inneren. Und nicht ein Schiff, während es nicht sinkt. Und das macht keinen Bock so. Ich suche gerade noch dieses Ding, wo man runtergucken konnte. Ich glaube, das war beim ersten Schornstein. Ich weiß nicht, wie man die Dinger gerade nennt. Ich weiß nur, dass es auf Englisch Funnel heißt. Oder Funnel, keine Ahnung. Oh, da ist es. Och, du Scheiße, Mann. Da unten ist der Engine Room. Und der sieht nicht gerade so aus, als hätte er fair Arbeit, ne? Es gibt Vorgeschmack auf Titanic online, glaube ich. Auch wenn es wahrscheinlich nie so rauskommen wird, wie wir es uns erhoffen. Sind alle Verletzten aus dem Schiff evakuiert? Ja, okay, alles klar. Oh Mann, oh, wieso kommt man hier nicht rein? Die Tür steht noch sogar schon offen. Oh, da ist halt eine unsichtbare Wand. Aber man kann hier reingucken. Das ist ja auch mal was. Das Spiel wurde in wenigen Monaten gemacht und ist dafür richtig gut.
Alter, shit, ey. Hier geht's ja aber auch noch nicht los. Ich bin der König der Welt. Ich muss mal einen Rettungsboot kriegen. Da hinten schwimmen schon ganz viele. Ich darf keinen Rettungsboot verlassen. Jetzt bin ich verloren. Kann in dem Spiel nur sterben, wenn man in die Spieler da hinten fällt. Aber für mich kann man auch einfach sterben, wenn man da trinkt. Das läuft. Ja, jetzt geht das alles ein bisschen schneller hier. Rettungsboot. Ach, verdammt, Junge, lass doch die Rettungsboote da mal runter. Ich guck mal auf der anderen Seite, was da abgeht. Diese Geräusche sind auch nicht gesund. Es ist das Wasser, was die Hülle gerade zart berührt, deswegen macht es solche Geräusche. Kann dann ganz schön Angst einjagen, tatsächlich. Und ich weiß auch ganz genau, dass das Video wieder irgendwelche Dislikes haben wird. Weil eine spezielle Person mit seinen 3 Accounts meine Videos disliked. Die Person, die ich gerade anspreche, weiß ganz genau, dass ich hier bin. Digga, nö. Oder? Oh, ich mach gerade nicht mehr fest. Hört euch das mal an, Digga. Das macht Angst. Macht mal nicht Auge hier, das macht Angst. Ihr lasst ja aber auch keine Rettungsboot runter. Digga, ich will mich auch noch hier retten. Sind schon alle vom Schiff hier? Schön für euch, aber ich bin auch noch hier. Ich hab auch nicht mehr viel Zeit. Sobald das Wasser die Brücke erreicht, ist alles zu spät. Da hinten sind ganz viele Rettungsboote, aber da kann ich nicht hinschwimmen einfach. Geht so einfach nicht, leider. Ihr müsst euch halt wirklich vorstellen, das hier ist das Schwesternschiff der Titanic. Ich denke jetzt nicht, dass euch das irgendwie begeistert hat. Aber ihr müsst euch vorstellen, so ungefähr würde auch das Titanic im Untergangsspiel aussehen. Mit dem Titanic und Chloe. Und mit dem kleinen Unterschied, dass das hier nicht die Titanic ist, sondern die Britannik. Die ist ja auch mal was anderes, ne? Ich interessiere mich für beide Schiffe, sind beide sehr interessant, ne? Aber nehmt es mir nicht so übel, die Titanic ist ein bisschen interessanter. Lediglich beide Schiffe das gleiche Schicksal getroffen. Wurden an der Steuerbordseite aufgerammt und sind dann untergegangen. Abgesehen davon allerdings weiß ich nicht, ob das noch bei der Titanic alte größer war, es ist schneller. Alle Passagiere, die sich hier befinden, bitte raus, allesamt. Allesamt raus. Wir haben ein kleines Problem. Lasst euch nicht irritieren. Lasst euch ruhig irritieren, Leute. Das ist ganz schön scheiße jetzt gerade. Heilige Scheiße wohl eher. Ja, das Rettungsboot. Es geht los. Ich komme runter vom Schiff, ja. Da braucht mal Zeit hier, oder? Ich hab schon gedacht, ich werde hier einfach vielen verrecken. Schon. Drauf springen. Ja, Mann, ich bin drauf. Easy.
Lass das Boot runter. Komm schon. Das Boot ist doch auch schon unten. Na los. Wir haben nicht viel Zeit, Leute. Macht schon. Ich glaube, es geht los. Ganz langsam, aber ich glaube, es geht los. Ja, ich glaube, es geht los. Ich habe keine Zeit dafür. Bis das Rettungsboot unten ist, sind 2 Jahre vergangen. Ich muss ein anderes finden. Noch eine andere Möglichkeit sein. Ach du Scheiße. Das nenne ich mal, ich bin mächtig am Arsch. Guck mal, wie lange das Rettungsboot braucht. Dieses kleine Mikro-Rettungsboot, das braucht nicht schon so lange. Sieht es auf der Seite aus? Auf der Seite habt ihr ja noch nicht mal angefangen. Das mal an. Ich bin der Einzige auf dem Schiff, das sogar noch komischer ist, noch komischeres Gefühl irgendwie haben. Das Rettungsboot ist auch immer noch nicht unten. Ah, jetzt geht's gerade richtig ab hier. Das Rettungsboot kümmere ich mich gar nicht. Geh dann in das nächste Rettungsboot. Das Rettungsboot ist verloren für mich, das ist schon zu weit unten. Ich gehe dann einfach in ein anderes Rettungsboot. Sofern ihr noch eins startet. Das Rettungsboot hat mir ja viel zu lange gebaut. Ich meine, das andere. Habt ihr gesehen, wie schnell das unten war? Aber mein Rettungsboot natürlich wieder nicht, ne? Es geht los, Leute. Evakuieren alle Gefangenen. Bitte alle raus hier. Es geht los. Ich bin mal um. Bringt auch nicht mehr viel. Ich sag's mal. Alles klar, sind alle weg hier? Einmal nicht weg hier. Panik haben sich aber nicht so ungerührt angehört. Alter, Mann, ich muss hier weg. Ich starte dein Rettungsboot. Hallo, starte dein Rettungsboot, ich muss hier weg. Irgendeins, na los, kommt. Bitte. Ich will nicht sterben. Vielleicht auf der anderen Seite. Kommt schon. Auf der anderen Seite auch nicht. Na los, komm, ich lade das Rettungsboot da.
Scheiße da los? Einmal das Schiff herausholen. Ja, ganz lang. Jetzt wieder weg hier. Ah! Heiliger Jahrmarkt. Los, geh da hoch. Los! Ich hab Angst, ich will nicht sterben. Ihr wart zu spät, ihr habt die Rettungsboote zu spät gestartet. Ihr habt sie überhaupt nicht gestartet. Seht euch das an. Oh! Scheiße. Das überlebe ich nicht. Ah. Ich will den Untergang mal in Echtzeit haben. Entschuldigung. Für den Untergang in Echtzeit. Dann kann ich auch endlich mal in ein Rettungsboot vielleicht kommen. Ist auch egal. Starten wir. Entschuldigung, November 8.09. Tatsächlich. Kurz vor dem Unglück. Da sind wir auf der guten Kiste. Das gute Ding ist echt gut, ne? Wenn man hier runter guckt. Sieht's cool aus. Hier, schöne Fenster, schönes Schiff. Ja, es ist echt ein schönes Schiff. Hier kann man auch reingucken. Das ist schön. Happy New Year. Everyone here. So gut, jetzt sollte ich uns auch tatsächlich, glaube ich, bewegen und nicht einfach Bewegungsmodelle haben und uns halt gar nicht bewegen. Bounce Patent Telemeters. Ich habe auch gehört, dass das Schiff eigentlich ursprünglich ein Luxusschiff hätte werden sollen. Ich habe halt auch gehört, dass das dann zu einem Militärschiff gemacht wurde. Und meine einzige Frage ist da dann. Wieso habt ihr es nicht einfach zu einem Luxusschiff gemacht? Weil ich meine, da hätten die Soldaten doch trotzdem Luxus gehabt. Da müssen die nicht in so einem kalten, weißen Scheißding hier sein. Ich meine, ihr könnt schöne Kabinen haben und gleichzeitig auch noch Sanitätsräume. Und was macht ihr? Ihr macht so ein kalkisches Scheißding. Es kommt mir vor wie in einer Schwarz-Weiß-Welt hier. Naja, damals war tatsächlich alles schwarz-weiß, ne?
Ich guck mal bei Roblox. 28. Das ist nicht viel. Not very much. Muss mal sehen, welche Server die sich aufgeteilt haben. 25 in dem. Alles klar. Laut meinen Berechnungen sollten wir gleich diese kleine Mine treffen. Ja, also laut meinen Berechnungen sollte dies gleich passieren. Britannic Real Time. Real Time. So, wir haben kollidiert. Had just finished breakfast. Killed by the explosion. To sound the emergency quarters. Ultimately, this music in Belfast. Patients from passengers. Come on. Over three. The water ran in great volumes to the forward compartments. The fumes in the alleyways were something stifling. Umschalten und so. Kann ich gleich immer direkt sehen, an wie das Schiff ungefähr gerade aussieht. Ach, ist auch egal eigentlich. Ich nehme ein Rettungsboot, was auf dieser Seite startet. Das nehme ich immer so ein Rettungsboot. Ich klebe gerade ganz kurz eine Kruste bei mir ab. So eine Hautkruste von einer kleinen Verletzung von mir. So, up is it. Blech, ekelhaft. Muss noch ein bisschen jetzt nachwachsen. Aber es war auch wichtig, dass es endlich mal abkommt. Alles klar, sieht doch alles stabil aus. Das Schiff neigt sich schon ein bisschen zur Seite, aber es ist alles in Ordnung. Ich sag euch, wenn ich da nicht so viele Boote gehabt hätte, dann hätten alle überlebt. Weil bei den Booten sah das bei denen viel geordneter aus. Da sah das nicht so überall so Rettungsboote mäßig aus. Hier kann man ja gar nicht vernünftig laufen auf dem Deck. Da kann man ja gar nicht runtergucken. Hier sind überall nur Rettungsboote. Versperrt die ganze Sicht. Hier könnte man dann runtergucken, aber es ist ja jetzt nichts. Oh, endlich geht die Sirene auch mal los. Ich hab wohl auch endlich geschnallt, dass hier was passiert, oder? Kann man hier hoch? Ja, schon krass, ne? Die Glückwürfer nahezu führen, ich kann das ruhig machen. Mal gucken, wie schnell das Schiff momentan fährt. Noch immer ein bisschen Speed drauf, das Schiff. Was ist denn in dem Fenster? Ein Empty Room. Ist das eine Luke? Auf einem Empty Room. Alles klar. Ich hab einfach ein bisschen Speed drauf, tatsächlich. Aber der ließ in Ordnung.
verpieseln uns trotzdem mit einem Rettungsboot. Diesmal will ich nicht auf dem Schiff bleiben, wenn es zu spät ist. Das Schiff verliert Geschwindigkeit, weil die dann größer ist. Das ist natürlich immer weiter nach unten sinkt. Fun Fact. Die vierten Schornsteine bei der Titanic und Britannic und wahrscheinlich auch bei der Olympic waren einfach nur Deko. Sie brauchten eigentlich nur drei Schornsteine, weil sie mehr nicht brauchten. Das ist eigentlich auch mit drei Schornsteinen als funktionierte. Aber mit den vierten Schornsteinen sah es einfach alles am coolsten aus, deswegen haben sie noch einen Deko-Schornstein drauf gemacht. Also falls ich jemals gefragt habe, wieso der vierte Schornstein niemals Qualm erzeugt oder so, hier ist die Lösung. Hier, Ergebnis, Antwort, keine Ahnung. Stell dir mal vor, ihr seid ein Gefangener und wacht jetzt hier so auf, ey. Und seht so, irgendwas stimmt hier nicht. Wir erzeugen noch immer Geschwindigkeit. Ich frage mich halt nur, wie lange noch. Hallo da drin. Ich würde auch gerne mal da reinkommen, wisst ihr? Aber geht leider nicht. Ich kann die Britannik nur von außen erkunden. Was ich übrigens selten asozial finde. Ist ja auch egal. Wie schnell sind wir noch? Ich habe das Gefühl, wir sind gleich schnell trotzdem noch. Digga, die kotzt an, die Sirene. Mittlerweile haben wir auch gescheckt, dass hier was nicht stimmt, ja? Oh, da geht's schon los. Mache ich mich mal bereit für meine Abfahrt. Es war mir eine Ehre, meine Damen. Es war mir ein Privileg. Geht's los? Ach, sag bloß, geht jetzt nicht los. Rettungsboot, bitte runterlassen. Ja, nee. Wir lassen das Rettungsboot nicht runter. Digga, das ganze Schiff geht verfickt nochmal runter. Lass mich hier raus. Ach, die brauchen ihre Zeit. Da kann ich noch in Ruhe alles erkunden. Also doch, ich sollte nichts erkunden eigentlich. Wie ich mich versehe, geht's nämlich wahrscheinlich los. Und ich will dabei sein, wenn die runtergehen. Ich will ja auch nicht elend hier verrecken, wisst ihr. Fühlt sich mir so Palette. Aber jetzt geht's schlecht. Scheiße. Ach, wenn ich das jetzt drin halte, dann muss ich gleich gar nicht mehr auf Palette. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Deswegen gehe ich jetzt auf Toilette und ihr wartet in der Zeit oder ihr spult tatsächlich sogar vor. So, ja, oder ihr spult vor.
wie weit ihr vorgespult habt, aber da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Ja. Ich bin auch wieder da. Das hat ein bisschen länger gebraucht tatsächlich. Entschuldigung. Oh nee, die Klingel. Das Rettungsboot hier mit Nischgarten. Ich höre Knacken. Geht's los? Kann natürlich sein. Digga, ihr habt einfach immer noch... Schaltet doch das Schiff aus, Digga. Bringt euch nichts weiter zu fahren, ihr seid am Arsch. Das Rettungsboot habe ich auch abgelassen. Und ich fertig gemacht da hinten. Das sieht auch jetzt so aus, als würde es ziemlich an. Das sieht tatsächlich auch. Ja, so langsam geht es hier los. Ich dachte gerade von. Diese Angst, dass man sich nochmal respawnen muss, ja, unbeschreiblich. Egal, ey, ich weiß nicht, an die Rettungsboote nicht mal starten. Ich weiß es nicht, und ich habe das nicht mehr von mir erfahren. Ich könnte eine Welt von machen in der Zeit. Da gerade was bewegt. Ach, ich bilde mir einfach irgendeine Sachen ein. Ich bin hier unterwegs. Das weiß ich auch einfach so wie hier. Da kann ja auch irgendwie. Kein normales Schiff sind so in der Position. Alter. Na, ich kann nicht mehr. Wann geht's endlich los? Ich glaube einfach im Rettungsboot zu starten. Setz den verdammten Anker, setz den verdammten Anker. Wenn mir jetzt erst aufhört, die Titanic nicht einen Anker. Wieso haben die nicht einfach den Anker geworfen, als sie den Eisberg gesehen haben?
Nein. Bin dann gefallen. Ich meine ja nur, wieso haben die nicht einfach den Eisen, wieso haben die nicht auf den Anger geworfen? Ich denke, da hätten die etwas schneller schnappen können. Das ist nur so eine Überlegung. Terra Titanic, mach bitte hin, Janik. Es geht nicht los, Janik. Was soll ich tun, Janik? Wieso Options, Janik? Wieso Audio, Janik? Und es ist viel zu laut, Janik. Das ist schon besser, Janik. Lecker. Es ist doch nicht so laut, wenn ich so klingel renne. Immer noch laut, aber schon angenehmer. Das Gefühl, ist irgendwie gut im Zellen. Auf der Seite sind alle Rettungsboote fertig, auf der anderen Seite sind alle Rettungsboote fertig. Hier haben die Boote und so sogar schon alle. Ruder und so alle zum Beispiel. Leute, hier geht's bald los, hier geht's bald los. Aber ich will auf der anderen Seite noch ein bisschen fahren. Ich will auf der anderen Seite noch ein bisschen los. Ja, irgendwie läuft hier gerade nicht so auf der rechten Seite wieder. Was spiegelt sich denn da? Was ist das für eine Spiegelung und was ist das, was da drin ist eigentlich? Das sieht komisch aus. Ja, das ist ein Rettungsboot, wir starten jetzt gleich auf der anderen Seite des Schiffes. Aber ich will hier ein Rettungsboot. Das Besondere bei den gewesen, die auch große Rettungsboote tatsächlich hatten. Es geht ja nicht los, wenn wir. Ich rufe das Flunder an, wenn es hier nicht losgeht. Keine Ahnung, was ein Flunderamt ist. Guck mal, ich hab dich lange erlebt. Sexy. Sexy. Sexy, nicht sexy. Sexy. Das ist immer richtig sexy. Ah, ja. Ah, ja, es geht nicht los hier. Krass. Das ist ja immer richtig schön, dass es hier nicht losgeht, ne? Richtig schön, dass hier nicht losgeht, muss ich sagen. Richtig schön. Los! Auf der anderen Seite kann ich euch jetzt versprechen, wenn ich da hingehe, sind die Rettungsboote da schon ein paar Runden. Da seht ihr das eine Rettungsboot da. Herabgelassen. Oh, ist sogar schon herabgelassen. Da seht ihr.
Was soll das? Er ist wieder so eine Verarsche auf dieser Seite. Ich höre halt auch die ganze Zeit ein Knacken von hier. Aber da passiert dann doch nichts am Ende. Ich habe nur das Gefühl, oder hat das Schiff sich gedreht? Ach, ist egal. Was auch immer die versucht haben, drehen bringt nicht viel. Das Schiff ist verloren. Wobei, da nach vorne zu steuern, ist auch keine kluge Idee. Die Spiele hätte echt gut rauskommen können. Also ich meine, Britannik jetzt hier. Hätten die einfach ein paar mehr Features hinzugefügt. Hätten die sich noch ein paar Monate mehr Zeit gelassen mit dem Spiel, hätten die vielleicht sogar noch ein paar innere Räume machen können, wo man den Untergang miterleben kann. Aber die mussten das ja unbedingt auf den letzten Drücker machen. Und deswegen hat das Spiel auch keinen großen Hype gekriegt. Niemand hat darüber jetzt großartig geredet. Das ist momentan das beste Britannik-Spiel, was es gibt. Und auch lange nicht das beste Schiffsuntergangsspiel, was es gibt momentan. Okay, könnte vielleicht sogar sein, dass das Beste ist. Aber es hat dann einfach nicht viel zu bieten, ne? Es hat nicht viel zu bieten, das Spiel. Wieso sieht man diese Sonnenreflexion eigentlich in solchen 1, 2, 3, 4, 5, 6-eckigen Dingern? Digga, ey. Die Geräusche sind aber auch so, als würde gerade der Maschinenraum explodieren, oder? Hört euch das mal an, das knistert ja sogar schon. Ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass meine Kopfhörer belastet sind oder ob es hier wirklich geknistert hat auf der Titanic. Zweifle ich aber. Dieses Schiff ist ja so voll mit Leben hier. Kaum fassen. Es ist so lebhaft hier und auch irgendwie. Man spürt so richtig die coole Atmosphäre, die die Leute hier auch alle verbreiten. Irgendwie. Ich kann nicht mehr. Da, hupen schön weiter da. Hupen bringt euch auch nicht viel. Rettungsboot ablassen, würde ich euch raten. Ich bin mal ganz kurz weg. Mann, lass mich runter hier! Das ist ein bisschen angenervt. Irgendwie geht's ja nicht los. Auf der Seite ist schon der zweite Rettungsboot runtergelassen worden und die haben da noch nicht mal dran gedacht, ein Rettungsboot runterzulassen. Doch, hier ist ein Bild, gerade ein Rettungsboot runtergelassen. Aber ich bin zu spät. Verdammt! Jetzt so langsam passiert hier auch mal was, ne? Transport ist also jetzt unten. Einfach nur, dass dieses Transport mal runtergelassen wird.
An dieses Report denkt er natürlich aber wieder keiner, ne? Passiert nichts. Wie geht's los? Rein da. Endlich! Leute, wir sind gleich in Sicherheit! Tschüss, Britannik! Hallo, neues Leben! Warum mache ich ein bisschen Schatz? Die sehen ja sehr übel krass aus, ne? Ja, einfach mal übelst krass aus. Hier mache ich einen Screenshot. An der Stelle. Ja, Mann. Oh. Nicht kollidieren mit dem Boot hier. Okay, wir sind im Wasser. Und schon treiben wir nach hinten. Du lässt auch nicht gerade wirklich das Boot da runter, oder? Das fällt doch auf mich am Ende. Wenn es hier runtergeht, dann kann man außer der Rettung kurz zum Schlafen haben. Ich hab viel machen, ja. Das Boot gesammelt, was habt ihr das gesehen? Ich will auf meinem Boot zurück, das ist nicht schön. Oh, es ist nichts passiert bei dir, ich hab's nicht gesehen. Treiben schon noch ganz hinten aus. Ich glaube gerade das große noch nicht drauf gestartet. Wenn mein Schiff an der ist voll mit Rost und Lack und so. In meinem Rad ist bloß noch immer die Ruder raus. Viele Ruder, muss ich sagen. Sagen, ja. Und wirklich schon sagen.
Das heißt, sie haben schon mal gehalten. Es geht von vorher. Ist immer nicht klar. Das Schiff da, nicht gut. Ich komme mal ganz kurz zu diesem. Ah, das sieht doch schon schöner aus. Und guck mal, wir haben ein Mini-Lenkrad, das ist nicht schön. Alter. Ja, das zerreißt mich, aber das ist nicht schlimm, das ist ziemlich cool. Ach, das nervt andere. Ich will nicht mal das Schiff so sehen, von innen, ne? Das geht doch so nicht. Da, Todesschiff. Ja, am S wollen wir mal sehen. Boiler Room 6, das würde ich gerne mal sehen. Boiler Room 6. Digga, ihr müsst das nicht immer zeigen. Na, das wollte ich ja nämlich eigentlich sehen. Boiler. Mal die Forward Grand Staircase. Können wir auch gleich mal die Unterschiede HMS Staircase sehen und RMS. Das hier ist jetzt RMS, das ist das Luxus-Variante, wovon ich euch erzählt habe, Luxus-Variante halt. Ja. Braucht ein bisschen. Jetzt, 29. August. Und? Ach du Scheiße, es laggt. Und habe ich euch so viel versprochen, Leute? Ich denke nicht, seht euch das an. Das ist ein Anblick, den man nicht alle tragen wird. Bottleneck Elevators. Kommt man hier durch? Man kommt hier halt durch, Digga. Hier in der Titanic on a Glory Demo kommt man hier nicht durch. Kann halt nicht rennen, das ist das Problem. Schnell bin ich jetzt nicht hier gerade. Ich bin bei Belfast. Sieht man auch direkt. Alles klar.
jetzt gehen wir mal zur HMS. HMHS. Das ist nämlich wieder ein Unterschied jetzt gleich. Ja, guckt euch das an, Digga. Kahl und hässlich. Bar ist das, ne? Das Bar. Was ist Bar? Das hier ist Bar. Will man auch gar nicht sehen. Ich geh nochmal zur RMS. Grand Staircase. Gucken wir jetzt alles mal an bei der RMS. HMS, HMHS, langweilig. RMS will ich alles sehen. Deswegen gehe ich nochmal zur Grand Staircase und gucke, ob ich da was vergessen habe zu sehen. RMS Britannic. Yes, man. Tschu. Mal gucken, was es hier gibt. Boatdeck Elevator, sagst du, das ist das gleiche wieder unten. Nichts Großartiges jetzt. Was für ein, so ein schönes Glockenspiel gibt's da, ne? Jetzt kann man ins Exterior gehen, tatsächlich. Durch die Tür konnte ich jetzt. Das Exterior. 15.09.1919. Und da bin ich im Exterior. Exterior-Tag. Gehen mal runter. Na, wie sieht das aus, ha? Okay, wartet. Real Suit B-Deck. Erste Klasse immer noch. A-Deck ist natürlich für die ganz Reichen. B-Deck ist aber auch noch erste Klasse. Ja, guck mal. Stell dir mal vor, ihr habt hier damals gewohnt. In so etwas Krasses hier. Stell dir mal vor, ihr habt in sowas gewohnt. Und ihr habt sogar einen eigenen Balkon. Kann man nicht sagen, ne? RMS Georgian Suite C-Deck. Vielleicht schon zweite Klasse. Kann aber auch noch erste Klasse sein. Ich kenne mich nicht so gut aus. Die sieht tatsächlich noch krasser aus. Guckt euch das an. Aber kleiner. Woran man schon sehen kann, dass das zweite Klasse ist. Es gibt mich nicht. Ich bin anscheinend nur eine Illusion, ne? Foolish RMS. Swimming Bath. Lass mal sehen, was es da noch gibt. Das ist das letzte tatsächlich auch. Danach gibt es nur noch Exterior Views. Aber das sieht ja extra schön aus, denke ich. Aber ich, da kann ich ins Wasser rein. Ich kann sogar schwimmen. Wieder kann ich hier schwimmen, aber kann sonst nicht schwimmen. Digga, das sieht. Digga, guckt euch das an. Das ist teilweise mehr Luxus, als die Schiffe heutzutage haben. Aber der Erste Weltkrieg hat das Schiff leider ruiniert. Wirklich geil, würde ich gerne mal sehen. Cooles Schiff, jetzt können wir uns mal Nighttime Freecam. Jetzt können wir uns das mal mit der Freecam angucken. Die Freecam ist auch krass. Ja, guck mal, wir fahren sogar gerade. So könnte die Titanic sogar aussehen. Die Titanic on and Glory. Halt nicht ganz so, aber ähnlich. Ich meine, guckt euch das an, Digga, wie krass. Aua, hell.
To the ship, RMS, RMS Exterior, Nighttime. Jetzt können wir uns das auch mal angucken. Als normaler Mensch. Also normaler Mensch bin ich immer noch nicht. Ich meine, ich habe es im Spiel gesehen, dass ich nicht existent bin. Und dass jemand da rumläuft. Ja, voll aus mal an, ne? Stell dir vor, das ist die Britannik, oder? Das, was sie eigentlich sein sollte. Ist auch egal, Leute. Ich hoffe, euch hat die Aufnahme gefallen. Und wir sehen uns nächstes Mal.